Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Utes Unnützer Adventskalender. Ho, ho, ho. Ich finde, es ist super wichtig, über Tabuthemen zu sprechen, die keine sein sollten. Und deswegen dachte ich, ist das vielleicht ein guter Augenblick, um aus gegebenem Anlass, nämlich dem, dass ich meine Tage habe, über die Menstruation zu sprechen. Denn statistisch gesehen hat gerade jede siebte Frau ihre Tage. Durchschnittlich hat eine Frau in ihrem Leben 450 Zyklen. Das sind 3500 Tage, also quasi 10 Jahre durchgehend. Es gibt über 100 Arten prämenstrueller Symptome, wovon die häufigsten Krämpfe, Brustschmerzen, Akne und Aufgeblähtsein sind. Let's face it, während der Menstruation müssen wir alle viel häufiger kacken. Das liegt daran, dass diese ganze Hormonangelegenheit unseren Darm anregt. Und was ich super interessant finde, 1946 hat Walt Disney einen Zeichentrickfilm gemacht namens Die Geschichte der Menstruation. Der lief jetzt nicht im Kino, sondern war eben Unterrichtsmaterial. Tampons und Binden werden hier immer noch mit 19% besteuert. Das ist unfair und das ist scheiße. Und ich habe euch einen Link in die Infobox gepackt. Da könnt ihr eine Petition unterschreiben. Da werden ganz viele Stimmen gesammelt, dass die Besteuerung dafür gesenkt wird. Und zum Abschluss noch einen Witz. Was ist ein Blutfleck auf einem Feldweg? Eine alte Bauernregel. Nun gut, ihr Lieben, ich hoffe, es waren ein paar neue Informationen dabei und ich hoffe, ihr habt ein paar lebenswichtige Informationen aus eurem Gehirn verdrängt und wisst jetzt dafür das hier. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns bei der nächsten Folge.